Alaska, Beringsee. Die Entsorgungsanlage für Atomwaffen auf Shadow Moses Island im Fox-Archipel in Alaska wurde angegriffen und von Mitgliedern der Sondereinheit der nächsten Generation unter Führung von Foxhound-Mitgliedern in ihre Gewalt gebracht. Wir fordern, dass die Regierung die sterblichen Überreste von Big Boss übergibt. Werden ihre Forderungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, zünden sie eine Atomwaffe. Die Mission hat zwei Ziele. Retten Sie den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstead, Kenneth Baker. Beide werden als Geiseln festgehalten. Stellen Sie außerdem fest, ob die Terroristen über Atomwaffen verfügen und stoppen Sie sie gegebenenfalls. Und wie wollen Sie jemanden einschleusen? Wir können mit dem U-Boot nahe an die Anlage heran. Was passiert dann? Wir schießen ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Bringen Sie es so nahe wie möglich heran, werden Sie es los. Dann müssen Sie schwimmen. Hightech-Sondereinheit Foxhound, Ihre frühere Einheit und eine Einheit, von der ich Commander war. Das heißt, es gibt sie noch. 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Falco Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Falcon Raven, Riese und Schamane. Und Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Und schließlich Ihr Befehlshaber, Foxhounds Kampfführer Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Codec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffenbeschaffung vor Ort. Jawohl. Diese Operation ist top secret. Erwarten Sie keinerlei Unterstützung von offizieller Seite. Jawohl, das war die Einführung zu Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1. Moin moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal The Nerd and Way of Life. Ich bin der Dre und wenn du jetzt schon Gänsehaut bekommen hast, bist du hier genau richtig. Wenn du sie noch nicht bekommen hast, bleib dran, sie wird kommen. Wir spielen auf Easy, weil das Spiel habe ich, weiß ich gar nicht, vor... 10 Jahren? Wie alt? Ja, doch, 10 Jahren ungefähr das letzte Mal durchgespielt. Und habe mich jetzt nach langem Überlegen, ich habe mich ja seit, wie heißt denn das nochmal, was habe ich gespielt? Beyond Good and Evil, da habe ich überlegt, welche der drei Spielereien, Klassiker, Silent Hill, Resident Evil oder Metal Gear Solid soll ich durchspielen? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, da ja auch dieses Jahr noch Metal Gear Solid 5 rauskommt, die Metal Gear Solid-Reihe zu machen. Und ich hatte überlegt, Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1 oder auf dem GameCube und ich fange mit dem PlayStation-Teil an, wie ihr hier sehen könnt. Ich muss mich um meine lästige Aufgabe kümmern. Ja, Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1, das einzige Metal Gear, was eine deutsche Sprachausgabe hat. Und wenn man das Spiel kennt und vor allem auch die Sprachausgabe kennt, weiß man, warum es das einzige, der einzige Teil ist, wo sie es ja neu vertont haben. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich es damals gespielt habe, hat das für mich so einen gewissen Charme. Also ich finde das eigentlich ganz... Naja, nicht geil, aber ich finde es nett. Ihr Snake, Colonel, hören Sie mich? Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen.
passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut, okay, ich bin unterwegs. Jetzt am Anfang wird noch sehr viel gelabert, was das Tutorial angeht. Später, also Metal Gear Solid ist dafür bekannt, dass viel gelabert wird. Oh, aua, jetzt muss ich erstmal, wieso Panzersteuerung, okay. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Nee, nicht hinhocken. Also Metal Gear Solid ist dafür bekannt, dass sehr viel gelabert wird, sehr viel Story-Reveal in Textform übermittelt wird. Und jetzt gerade am Anfang wird halt noch sehr viel Tutorial erklärt. Das lasse ich einfach mal laufen, allein schon, weil ich es ja auch schon ewig nicht mehr gezockt habe. Lucky nicht sonst immer was. Oder war das nur bei der GameCube-Version? Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich das einfach mal mitlaufen lasse. Aber das brauche ich tatsächlich auch, um wieder reinzukommen. Ey, und ich freue mich, ganz ehrlich. Ich habe da richtig Bock drauf, wieder Metal Gear zu erleben. Vor allem jetzt so als Vorbereitung, sag ich mal, für den fünften Teil. Ich habe, wann habe ich den ersten Teil, wie gesagt, vor 10 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Aber die anderen Teile tatsächlich sind noch gar nicht so lange her. Als die HD-Version von 2 und 3 rauskam, habe ich mir die natürlich geschnappt und nachgeholt, weil ich das damals nie gemacht habe. Vielleicht habt ihr mein Beyond Good and Evil Let's Play gesehen und da habe ich auch erklärt, dass ich zu der Zeit, als die PlayStation 2 rauskam und GameCube rauskam, das war meine PC-Zeit, meine aktive PC-Zeit, sagen wir mal so. Und dadurch habe ich natürlich die ganzen PS2 GameCube-Klassiker verpasst. Oh oh. Und deswegen auch die Metal Gear Solid 2 und 3 Teile. Die ich dann, ich glaube vor 2 Jahren, das müsste ungefähr 2 Jahre her sein, dass ich die durchgespielt habe. Metal Gear Solid 3 sogar Platin geholt. Gibt es ja für die PlayStation 3 das Remake, das HD-Remake. 2 habe ich nur einmal durchgespielt. Aber ich muss sagen, das sind ja phänomenale Spiele, wirklich. Die sind ja auch richtig, richtig gut. Wenn man den ersten Teil mochte hier, wobei das ja eigentlich der dritte Teil ist, kann man ja auch mal sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen. Metal Gear Solid ist der dritte Teil der Metal Gear-Reihe. Es gibt noch 2 andere. Die gab es damals für ein, wie hieß das System? MSX? Oh, fuck. MSX und NES, soweit ich weiß. Genau, NES. Boah, da hätte ich mir neulich mal fast, auf Ebay habe ich es gesehen, den ersten Teil gekauft für den NES. Aber die wollen dafür 50 Euro haben und das war es mir dann doch nicht wert. Ah, da ist er ja. Sehr gut. Wir müssen nämlich warten, dass der Fahrstuhl hier runterkommt. Ja, genau. Das ist eigentlich der dritte Teil. Jetzt könnte man sagen, ja, warum fängst du nicht mit den ersten an? Ja, wie gesagt, NES. Und im Grunde ist dieser Teil ein Remake des ersten auf dem NES. Und deswegen, also ich werde das vielleicht irgendwann mal für mich privat nachholen, aber als Let's Play ist das, glaube ich, auch so dröge. Da hättet ihr keinen Spaß dran. Und ich vielleicht auch nicht. Deswegen ganz normal, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Snake Eater? Bei 2 weiß ich es gar nicht. Ganz, nee, Sons of the... Weiß ich gerade nicht. Dann den vierten auf der PlayStation 3, dann das Prequel, sag ich mal, zu Metal Gear Solid 5. Peace Walker habe ich vergessen, das kommt davor auch noch, das kommt nach 4. Und dann im September hoffentlich, ich habe das vor, bis September durchzurocken hier, den fünften Teil offiziell, Ground Zeroes. Nee, Phantom Pain, Ground Zeroes war das Prequel, so ist es. Directed by Hideo Kojima. Hideo Kojima. Großer Mann, großer Mann. Tja, damals war Konami noch cool. Was heißt damals? Letztes Jahr eigentlich noch. Vor 3 Monaten ungefähr waren sie noch cool. Metal Gear Solid. Tactical Espionage Action. Alter, das hat mich damals so geflasht. Da war ich, ja, wann kam das raus? 98, da war ich 9. Das hat mein Cousin mir damals gezeigt und eigentlich... Habe ich in der Roomtour auch schon mal erwähnt, Metal Gear Solid ist so eins der Spiele gewesen, das mir gezeigt hat, ey, das können Spiele machen, so filmisch, und aber du kannst es trotzdem selbst beeinflussen und so. Dadurch bin ich
ja, zu Games gekommen, bei den Games geblieben. Ist einfach geil. Metal Gear Solid. Der Wahnsinn. Natürlich aus heutiger Sicht völlig veraltet. Unfassbar hässlich. Es gibt ja nicht mal Gesicht. Also die Leute haben keine Gesichter. Ihr Snake. Ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? 2 F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Ein Hind D. Colonel, was hat ein russischer Kampfschauer hier zu suchen? Colonel, was macht ein russischer Helikopter hier? Ach, shit. Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Liquid Snake, also der Oberböse, der da gerade in dem Helikopter sitzt, der hat die Stimme von Daggett, glaube ich. Shit, wie hießen die? Von Biberbrüder. Oh, Akku fast leer. Sehr gut. Gut vorbereitet auf jeden Fall. Ja, aber ich will heute sowieso nicht so viel aufnehmen, deswegen, das geht schon. Von den Biberbrüdern ist das der hellere. Wie hieß denn der? Daggett? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist dieselbe Synchronstimme. Es bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl! Einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen! Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht Mai Ling! Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Du Charmeur. Im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Ja, wie gesagt, alles sehr viel Sie, trockene Theorie am Anfang. Die sind ihre Feinde und der blaue Kegel, deren Sichtfeld. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Bringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Nanomaschinen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Ich finde, bis auf den Colonel sind die Synchronsprecher gar nicht mal schlecht. Aber der Colonel klingt immer so... Snake, Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Aber wenn der Feind Sie entdeckt, können Sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Als wäre der besoffen oder hätte eine Socke im Mund oder irgendwas. Ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht! Wir folgen Ihnen per Radar... Und Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay. Ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake. Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie Naomi. Sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140.96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran. Bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg.
Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Ja, wie gesagt, am Anfang etwas dröge, aber bleibt dran, Leute. Ich kann euch versprechen, das wird episch, es wird groß. Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Das ist der kürzeste Weg. Aber ja. Der Feind kann sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 556er und Granaten. Ich werde natürlich nicht von da reingehen. Ich werde den Weg gehen, den ich sonst auch immer nehme. Im Schacht bei der Tür. Im zweiten Stock sollte es auch eine Schacht geben. Können wir jetzt nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Sag ich doch. Achso, das steuere übrigens gerade nicht ich. Das ist, ist gerade noch selbst ablaufen. So, los geht's. Endlich darf ich auch mal ein bisschen was machen. Und mal gucken, wie ich mich anstelle. Ja, es gibt ja viele Gegner des Spiels. Und das Hauptargument ist ja immer, es wäre nur Pac-Man. Oh fuck, das war schon nicht so gut. Ja, voll ins Licht gelaufen. Nee, nicht so. Okay. Erstmal aus dem Licht raus. So, jetzt sehen wir da oben rechts den Timer ablaufen. Wenn sie mich nicht sehen, ist das Ding, ja, ist das grün, gelb oder was? Dann suchen sie mich zumindest. Und mein Radar ist dementsprechend natürlich nicht verfügbar. Und wenn der Timer abgelaufen ist, gehen sie zurück in ihre Stellung. Alles klar. Oh fuck, wo willst du hin? Okay. Genau, die Kritik ist immer, dass das Pac-Man mit Story ist irgendwie. Weil man ja oben durch den Radar, man guckt, also ich gucke tatsächlich auch gerade mehr auf den Radar als auf die Spielgrafik, muss ich zugeben. Das liegt aber auch ganz allein schon daran, dass die Sicht halt so scheiße ist, ne? Also, oder was heißt scheiße? Sie ist halt nicht so ausgelegt, dass du Überblick hast über das Spielfeld, über den Level. Und dementsprechend orientiere ich mich halt dann an den Blickkegeln, die sie da oben haben. Oh shit, hat er schon, habe ich schon, ja, habe ich. Fußspuren? Die scheiß Soldaten, ey. Ja, der läuft da jetzt im Kreis so lange, bis er meine Fußspuren nicht mehr sehen kann. So, und ich will hier rein. Yep. Da ist nämlich die SOCOM. Mal direkt mal auswählen. Die Knarre. Da haben wir schon mal eine Knarre. So, hat meine Fußspuren jetzt natürlich verloren. Jetzt muss ich versuchen. Das Gelbe sind Überwachungskameras. Überwachungskamera. Ja, danke, dass du es auch nochmal sagst. Wir haben einen toten Winkel, den man natürlich schön ausnutzen kann. So, wir wollen hier hoch. Oh, jetzt kommt der Typ da oben. Oh. Oh shit, hoffentlich sieht er mich nicht. Das ist auch so eine Sache, ne? Ich habe zwar da oben eine Map und so, aber dadurch, dass der da oben jetzt, oh shit, auf einer anderen Ebene ist, sehe ich sein Licht, sein Blickkegel nicht. Ich kann auch die Kamera nicht besonders beeinflussen oder so, das ist... Ich steuere sogar mit dem Steuerkreuz gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem DualShock, ob ich mit den Sticks eigentlich steuern könnte. Wahrscheinlich schon, weil ich spiele auf der PlayStation 3, muss man mal dazu sagen. Das ist einfach fürs Aufnehmen, ist es für mich angenehmer und ich vermute auch, dass die Qualität dadurch doch etwas verbessert wird. So, eigentlich müssen wir den Anruf nicht annehmen, aber ich mach's einfach mal, weil ich mir nicht sicher bin, was er jetzt zu erzählen hat. Die Basis muss ein Lüftungssystem haben, um die Luft zu zirkulieren. Es muss hier irgendwo Schächte dazu geben. Ja, ich stehe direkt davor. Die Basis braucht bestimmt viel Strom. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Dieselgenerator. Der braucht Sauerstoff, also müssen dafür auch Abgasschächte existieren. Sie werden es nicht glauben, aber die haben unsere F-16... Die sie ablenken sollten, abgeschossen. Die F-16 haben sie abgeschossen. Dann meldete sich Liquid und meinte, beim nächsten Mal zündet er die Atomrakete. Snake, beeilen Sie sich. Der Hind kommt sicher bald zurück.
Sie sind nur der mehr als sicher Typ. So, hier ist der Schacht. Ducken, rein da und Ladesequenz. Sehr schön. Ja, zu den, ich kann mal ein bisschen was sagen, die Folgen werde ich, ich denke mal so um die 30 Minuten lang machen. Vielleicht mache ich sie auch mal auf 20 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger als 30 Minuten. Diese erste Folge wird natürlich wieder länger, ihr seht es ja jetzt schon, ich sehe es natürlich erst nach dem Schneiden. Ach komm. Ach. Snake, hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ja, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben wir Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ja, ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141,80. Ja, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, aber die Stimme könnte einem bekannt vorkommen. Ups, Alter, die Steuerung mit dem Steuerkreuz ist der Wahnsinn. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich bin mal echt gespannt. Ich hoffe, ich kann am Wochenende mal eine Session, eine etwas längere Session durchziehen. Vielleicht kann ich sogar ein Stück durchzocken, wer weiß. Weil an die Steuerung sich immer wieder zu gewöhnen ist hart. Ich habe den DARPA-Chef in die Zelle im ersten Untergeschoss. Oh nein, die sind auch so schlecht. Was ist mit dem Reinigen der Lüftungsschächte? Die haben soeben die Abdeckung geöffnet. Die werden gleich Rattengift sprühen. Der Lüftungsschacht im ersten Untergeschoss. Mach die Abdeckung gleich nach dem Sprühen zu. Pass auch auf die Frau in der Zelle auf. Die Frau immer in der Zelle. Vorsichtig sein. Frau in der Zelle. Ja. Was ist passiert? Ein Eindringling. Echt? Er hat schon drei Mann umgelegt. Drei Mann? Er hat drei Leute umgebracht? Ja. Er soll einen Stealth-Anzug tragen. Er soll einen Stealth-Anzug haben. Stealth-Anzug? Stealth? Ist denn noch jemand hier? Wie auch immer. Entschuldigung, ich musste mit aufhören. Aber das kommt gerade alles so wieder. Das ist. Normalerweise schimpfe ich über deutsche Synchros und, oder Lokalisationen. Und, diese hier ist ein Garant dafür, wie schlecht die eigentlich sind. Aber ich. Ich finde die so charmant, ehrlich gesagt. Die, das ist einfach durch meine Nostalgie, durch den Flashback so, dass ich es als Kind gezockt habe. Finde ich es schon wieder irgendwie geil. Also ich hätte ja auch die US-Version spielen können. Aber, nee, allein wegen den Erinnerungen muss ich es einfach auf Deutsch spielen. Und vor allem die nächsten Teile werden auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und da werden wahrscheinlich einige von euch abspringen. Könnte ich mir vorstellen, was schade wäre. Weil die nächsten Teile wirklich besser werden. Sogar, also noch besser als der erste hier. Noch besser als der, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Aber ich muss sagen, also mein Lieblingsteil ist eigentlich... Ja, schwierig zu sagen, aber so emotional gesehen ist es natürlich der erste hier. Aber so rein von der Sache her, von dem, was es ist, was es sein will. Hier muss ich runtergucken, glaube ich, ne? Drücken Sie die Aktionstaste, ja. Um nach unten zu gehen. Ja, das ist so Hideo Kojima, dieses Brechen der vierten Wand, ne? Er sagt halt hier, du musst die Aktionstaste drücken, um runterzugehen. Er sagt das seinem Megaspion hier, seinem Superspion. Aber das ist, glaube ich, nur eine Ration, die ich schon voll habe. Ja. Rein von dem... Also ich würde eigentlich sagen, der dritte ist der beste Teil. Oder? Oder der vierte? Ich weiß es nicht. So, Aktionstaste ist Kreis? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Spielereihe ja und seid deswegen hier auch drauf gestoßen. Welches ist denn euer Lieblingsteil? Oder vielleicht sogar der Twin Snakes auf dem GameCube, das Remake? Oder eins von den PSP-Spin-Offs? Wenden Sie den Aufzug, um von einem Geschoss ins andere zu gelangen. Es musste einen geben. Okay. Oder vielleicht, naja, kann man Metal Gear Rising dazu zählen? Was ich übrigens wahrscheinlich nicht Let's Playen werde, falls sich das der ein oder andere jetzt schon gefragt hat. Weil zum einen bin ich zu schlecht, das habe ich zwar durchgespielt, aber nur auf normal. Und habe da also ich habe da wirklich, da habe ich mich abgekämpft, leckt mich am Arsch. Oh, da komme ich noch nicht rein, okay. Uah, die Kamera. Und zum anderen glaube ich, dass ich da Probleme mit der Musik bekommen würde.
Wobei die Musik wirklich noch fast das Beste an dem Spiel ist, wirklich. So, was war das hier? War das der Silencer für die SOCOM? Ach! Thermal Goggle. Die Thermalsicht, die wird nachher wichtig, wenn wir gegen... Soll ich es verraten? Einfach so als Foreshadowing? Also ihr seht da unten vielleicht schon Panzer. Da fehlt nachher einer. So viel sei verraten. die das Spiel kennen, die wissen, was kommt, auf jeden Fall. Ich habe immer noch keine... Ich habe nicht mal eine Level 1 Karte? Okay. Boah, nicht in die Kamera rennen, Junge. Diese Steuerung, Alter, leck mich am Arsch. Also wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen, Alter, ist das hässlich. Alles grau in grau und matschige Texturen verschwommen und hast du nicht gesehen. Oh, das war jetzt falsch. Das war jetzt falsch. Nein, nicht an der Wand. Oh, knapp. Nee, wie komme ich denn da runter, ohne dass mich das... Scheiß... Jetzt. Knapp. Boah. Okay. Also es ist schon sehr hässlich, muss man einfach mal sagen. Aber ich meine, es ist von 98, es ist ein PlayStation 1 Spiel. Welches PlayStation 1 Spiel ist gut gealtert? Obwohl ich muss sagen, ich habe neulich beim... shit, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, das tut mir jetzt leid. Du hast, vielleicht guckt er ja zu. Ich weiß es nicht, wieso fällt mir der Name nicht ein? Irgendwas mit 7. Nicht 7-Sip. Grüße an 7-Sip. Naja, ich habe auf jeden Fall jemanden abonniert, der auch hauptsächlich PlayStation-Spiele Let's Played. Und der hat ein PlayStation 1-Spiel Let's Played. Oder ist da gerade bei. Was ich richtig, richtig geil finde. Nämlich Frontschweine. Und das sieht noch richtig gut aus, finde ich. Also was heißt richtig gut? Aber man kann es sich tatsächlich noch geben heute. Es ist nicht so, dass einem die Augen rausbrennen, weil es so scheiße aussieht. Oh, shit. Also ich versuche natürlich so wenig wie möglich auf Konfrontation mit den Gegnern zu gehen, weil das ist ja Tactical Espionage Action, ne? Ja, Action. Oh shit, okay. So wenig wie möglich auf Konfrontation, habe ich gesagt. Ach komm, dann ballern wir ihn jetzt ab hier. Nee, ah, wie war denn das? Jetzt muss ich wieder reinkommen. Wie war das? Aktionstaste, Kreis. Ja, ja. Nein, 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 Junge, was machst du denn da? Umgenockt. Shit, ich hätte vielleicht wirklich erstmal eine Stunde... zocken sollen, um die Steuerung wieder raufzukriegen. Ah, hier ist der Fahrstuhl, hier ist der Fahrstuhl, hier ist der Fahrstuhl. Nee, Aktionstaste. Oh Gott, dass die Japaner das immer umdrehen. Hier X und Kreis sind ja auch vertauscht. Oder was heißt vertauscht, aber... Hier, man würde jetzt einfach als Europäer oder als Westler, würde man X drücken zum Bestätigen. Bei den Japanern ist es aber Kreis. Kann ich ja gleich mal drauf eingehen, wenn ich mich dran noch erinnern kann. Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn. Mach ich gleich. Nämlich, falls ihr euch schon mal gefragt habt, was diese, oder wo die vier Zeichen herkommen, Viereck, Kreis, Kreuz oder X und, was habe ich gesagt, Viereck, Kreis, Kreuz, X, Dreieck, die Tasten quasi für die PlayStation-Controller. X ist bei den Japanern für, abbrechen, Kreis steht für bestätigen oder okay, Viereck ist, glaube ich, der Spieler, steht für den Körper des Spielers sozusagen und Dreieck ist dann der Kopf des Spielers. Irgendwie so ist, glaube ich, die Erklärung. Nick, wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen, drücken Sie die Aktionstaste. Gefährliches Halbwissen, was ich hier streue. Es werden bestimmt auch, vielleicht guckt ja jemand und weiß es tatsächlich besser als ich. Gehe ich mal sehr stark von aus. Alter, diese Steuerung. So, mal gucken. Jetzt, ich kann mich ja mal heilen. Hier sehen wir übrigens dieses Menü, das ist auch so ein bisschen tricky. Auch das Nachladen, ich bin mir gar nicht mal so sicher, wie man nachlädt. Ich mache einfach mal den hier. Oder so, dann ist es nachgeladen.
Das Menü steuert man übrigens mit den Schultertasten, wenn ihr euch das fragt. Also das zu öffnen mit R2 und L2 und dann ja, schnell abwählen oder anwählen ist halt L1 oder R1. Ja, hier rum. Man konnte sich doch irgendwie umgucken. Wie ging denn das nochmal? Viereck, Dreieck. Ah, Dreieck gedrückt halten. Dann kann man sich umgucken. Denn wir wollen mal hier runter gucken. Eine Frau. Nicht er. Eine Frau. Nicht er. Das ist Meryl. Die wird noch wichtig. Hier gab es jetzt so ein kleines Easter Egg. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie man das... Nee, Quatsch. Wie man das auslöst. Aber ich glaube, ich musste den Colonel anrufen. Der Chef scheint in einer Zelle zu sein. Versuchen Sie, da irgendwie reinzukommen und holen Sie ihn schleunigst raus. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel Info. Oder musste man sie lange genug anstarren oder einfach rübergehen und dann umdrehen? Ups. Das versuche ich jetzt noch. Nee, sie ist da immer noch. Oh, ups, nee. Ah! Der Chef scheint in einer Zelle zu sein. Bla bla bla. Wir können ja mal... Schnacken wir mal mit dem Master hier. Snake, denken Sie nach. Ihr Verstand ist die gefährlichste Waffe. Wenn die Dinge zu kompliziert werden, versuchen Sie, sie zu vereinfachen. Sie können auch Campbell um Rat bitten. Ja, wenn ich Campbell um... Ups, Campbell um Rat bitte, dann sagt er mir nur, dass der DARPA-Chef hier irgendwo ist. Solidin-Radar funktioniert in kleinen Räumen nicht. Zu viel Resonanz. Die Radiowellen verursachen Störungen und wir können die topografischen Daten nicht analysieren. Halten Sie durch, bis Sie wieder mehr Platz haben. Jawohl, ich will jetzt hier mal bitte safen. Ich, hoffentlich habe ich eine Memory Card angelegt. Sieht aber so aus. Oh, guck mal. Steht da ein Datum bei? Nee. Hm. Schade. Ja, überschreib das mal bitte. Tja, das hätte mich jetzt ja interessiert, ne, wann das gewesen ist. Nicht aufgeben, Snake! Ja! Sie erzählt auch immer was anderes. Nein, ah, nein, 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 nein. Ich wollte sie jetzt gar nicht anquatschen. Solidin Radar funktioniert. Und damit ist mein, das, was ich gerade gesagt habe, widerlegt. Sie sagt doch nicht was anderes. Aber eigentlich kenne ich das so, dass sie immer was Neues erzählt. Der Chef scheint. Okay, also, da gibt's nichts Neues. Sie macht immer noch dasselbe. Bevor ich zum Chef gehe, beende ich diese Folge und vielleicht gucke ich nochmal nach, wie dieses Easter Egg auszulösen ist, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr mögt, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Es wird groß. Wirklich, Leute. Es wird riesig, es wird episch. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.